Willkommen, Freunde, zu der Demo von Crumbling World. Ich habe mir die Demo mal runtergeladen. Also ich habe auch noch kein Erscheinungsdatum. Ich vermute mal, also man sagt, also stand bei Steam, dass es 2020 erscheint. Ich vermute mal, dass es so vielleicht im dritten Quartal, vierte Quartal, vielleicht Ende 2020 kommt. Weil ich glaube, wenn es der Release-Termin vorher wäre, dann würde da wahrscheinlich was stehen. Dass man sagt, so, es erscheint im Juni oder so. Okay, wir suchen erstmal Mode aus, natürlich easy, weil wir keine Ahnung haben, wie das Spiel funktioniert. Wenn das Blut des letzten Heroes wird, die Erde wird stoppen. Als es schüttert, die Old make way for the new. A world emerges from the bowels of the Earth, releasing hordes of terrifying creatures thirsty for chaos and destruction. Their arrival will mark the end of humanity as we know it. As the world tremors, man succumbs to the forces of evil. Dark creatures emerge throughout the surface of the world. Humanity, stripped of all hope, was corrupted by a promise of survival in this new world. While not everyone succumbed to these evil forces, few believers in the struggle for a free world remained. The freedom of the past gave way, and survival in a corrupt, dark world became humanity's only concern. Ja, sehr schön. Was nehmen wir uns denn mal für einen Charakter hier? Select. This is the first time that evil has tried to take over the world. The impenetrable and indestructible walls of Tybalt were created with the goal of preventing the chaotic destruction that came forth from the center of the Earth. For a time, these walls served as a foundation for what is known as the Castle of Tybalt. An unwavering symbol of man's strength and perseverance. A long and dangerous journey lies ahead of you. To find Abaddon, the King of Evil, you must first locate the five gems of Genesis. They are the only items powerful enough to give you access to the depths of the underworld that Abaddon calls home. This will not be easy. To protect the world, the Gems of Genesis were scattered to remote places throughout the land, burying the underworld for good. You must find the Gems of Genesis before the forces of evil. This is our last hope. The Dark Forest houses within its belly mercenaries, bandits, and evil creatures of the night, who were the first to become corrupted in this new world. Do not be misled by their human appearances, as their souls were devoured long ago, with evil seeping in to take their places. Heed my warning. Do not abandon the paths, as within them, your only hope of escaping the Dark Forest resides. Ah, alles klar, es kann losgehen. Space to Jump. Boah, sieht ja schon mal ganz nice aus. Ah, mit X können wir schlagen. Ah, können wir auch wieder hochklettern. Und können wir nicht mit der Maus... Achso, alles klar. Ja, das war... Ja, geil. Erst Gegner gleich platt gemacht. So, the world comes below the feet. Okay. Oh, verwandelt sich gleich in Skelett, na super. Bester Mann. Oh. Wollen wir den mal gleich mal platt machen. Ja, wir haben nur viel mehr Kraft als du, komm her. Jo, sehr gut. Ja, er fällt immer von der Map runter hier. Ah, ist Feuer gelaufen.
Ja, komm schon. So. Der nächste bitte. Da bebt sogar die Erde, wenn ich zuhaue. So. Er ist so ein bisschen holprig, weil wir mit... Oh, scheiße. Mit den W-Tasten kämpfen. So, super. Also wir kämpfen hier mit WASD. Ja. Und jetzt drücken wir mal Z, damit wir unsere Energie aufladen. Ah ne, ist nur unser Schild. Ja, das ist so ein bisschen von der Steuerung her noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe jetzt aber auch gar nicht geguckt, ob man es umstellen kann, aber das geht doch bestimmt. So. You can roll by holding block Z and moving on any direction. Okay. Also, wenn wir jetzt Z drücken. Jo, dann können wir rollen. Sehr gut. Ist mal was anderes, finde ich, so von der Art her. Grafik sieht immer ein bisschen merkwürdig aus. So, are you sure you want to use a scroll portal? Ja, nutzen wir mal. Jetzt kommen wir da raus. Okay, ist auch, darf man nicht vergessen, ist wahrscheinlich noch eine ganz frühe Version hier. Das war natürlich falsch. Bin natürlich gleich neben... Oh, wo bin ich jetzt? Ah, nämlich gleich hier am richtigen Leben gelandet, ja. You must level up. Okay. Life. Geht's noch weiter? Nee. Was haben wir denn hier? Nee, wir haben ja auch keine Punkte mehr zum Vergeben. Okay. Aber Energie sieht gut aus. Das wird nur packen. Ja, komm. Der nächste bitte. Eine Feuerlandschaft hier. So, hier ist jetzt ein Portal, wenn ich das richtig sehe. Ja. The Dark Forest. Mal wieder im Wald. Okay. Vielleicht hätte ich das auch mit Joypad spielen sollen. Oh, the only way out of the dark forest is through the dark lake. Okay, dann wollen wir da mal hin, ne? Jetzt können wir wieder Items sammeln. Oh, ein Trank, sehr gut. Ne, was ich sagen wollte, wir hätten ja mit Joypad spielen können. Vielleicht wäre das von der Steuerung her dann noch ein bisschen anders gewesen. Weil so steuert er sich nicht linear, sondern immer so leicht schräg. Ist. Man kann aber auch im Sprung wohl irgendwie. Ah, sehr gut. Nee, das war nicht gut. Jetzt bin ich da wieder gelandet. Bin ich wieder in der Unterwelt. Ah. Also immer, wenn man von der Insel runterfällt und quasi nach unten fällt, ist man in der Unterwelt und man kann auch in die Oberwelt. Okay. In die Oberwelt gelangt man über ein Portal. Ja, komm her hier. Von der Idee her gar nicht schlecht. Fall ich von der Map, geht's ab in die Hölle. Dann kann ich mir das aussuchen, was mir lieber ist. Ja, komm schon. Alter, wie viel kommen denn da noch? Ja, komm hier, Bruce Lee. Wada! Jawohl. Sehr gut. Geschafft. Ah, da gehst du ja zum Portal. Genau, jetzt geht's wieder nach oben. Ja, komm her hier. Oh, nicht schon wieder runterfallen. Oh Mann. Wieder in die Hölle. Nee, komm gleich ins Portal laufen. Ich will oben bleiben.
prima, das haben wir. Ich dachte schon, wir fallen da wieder runter. No. Will ich nicht. Nein, fall da nicht runter. Oh nein. Wieder in die Hölle. Ja, das kann ja was werden. Okay, dann habe ich gleich überrascht. You just leveled up. So, jetzt muss man gucken, wie kann ich denn mal level up hier. Mit Tabulator geht's nicht. Habe ich E Inventory? Geht's auch nicht. M geht's nicht. H, G, J, K, L, Y, X, C, Q, W. Steuerung, nö. 1, 2, F1. Nö. Funktioniert leider hier nicht irgendwie. So. Also, bis jetzt habe ich ja immer noch ganz gut überlebt, aber wer weiß, wie lange das noch geht. Oh. Ah. Ding hoch da. Geh aus der Lava raus. Ach, keine Chance. Ah, doch. Oh, er hat aber heiße Füße. Wie er jetzt blutet. Wie war das denn mit der Heilung? Also, wir drücken mal Q. Das ist hier E. R. T. Z. Z gedrückt. Passiert nichts. U. I. O. P, ah, P ist Level Up. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal Attack, erhöhen wir mal. So. Charakterstatus. Main Menü, Special Attacks. So, okay, also wir wissen, mit P kann man auf jeden Fall leveln. So, ich brauche aber einen Trank. Ich habe ja noch Tränke eingesammelt. Nö. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Oh, jetzt ist er gestorben. Ja, er hat geblutet. Mann, Mann, Mann. So, machen wir mal Restart, wa? Schauen wir uns das nochmal genauer an. Man muss sich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Naja, komm her. Da kommt gleich einer mit dem Bogen an. Das ist ja ganz toll. Sogar. Ne, die haben keinen Bogen. Super. So, jetzt will ich mal gucken, ob er die Energie, wenn ich jetzt die Punkte einsammle, setzt er die denn gleich ein? Ne. Nein, wir wollen nicht scrollen. So. Ist die Frage, wo müssen wir lang? Ja, wieder ab in die Hölle. Das habe ich ja schon begriffen, dass wenn ich runterfalle, in der Hölle lande. Warum bin ich jetzt gleich platt? Ich habe doch noch volle Energie gehabt. Was war denn da los? Das akzeptieren wir aber so nicht, oder? Ich denke, ich will hier einen Superheld. Ja, komm. Nein. Komm her. Ah, bloß nicht runterfallen. Ja. Sammel mal schön die Karte ein oder was auch immer das ist. Nein. Kommen wir mal auf den falschen Knopf. Der will ja mal gleich ein Portal nutzen. Oh, Glück gehabt. Ich habe echt keinen Bock in die Hölle zu landen. Nein.
Wo kommen wir denn hier? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? In der Zwischenwelt. Wir können jetzt hier aber auch gar nicht mehr hoch. Springen geht auch nicht. Okay, das liegt an der frühen Demo-Version. Und genau, die Welt ist gerade weg. Ja, wenn ich jetzt fallen würde, wäre... Okay, das, dann komme ich ja in die Hölle. Oder? Nee. Das ist echt seltsam. Nö. Spielfehler, okay. Das ist eine Demo. Da kann das passieren. Ihr wisst auf jeden Fall, wenn man in der Oberwelt ist und fällt von der Karte runter, dann kommt man unten in der Hölle an. Sollte normalerweise so sein. Aber okay, das ist jetzt, sag ich mal, kleiner Fehler im Spiel. Ist halt eine frühe Version. Ist aber nicht schlimm. Schaut euch das Ganze an. Die Demo gibt es bei Steam. Und ich denke mal, das Spiel wird ja weiterentwickelt. Und wenn das Ende 2020 als Beispiel rauskommt, dann sieht das bestimmt ganz nice aus. Ja, ich denke mal, das war ein kurzer Eindruck. Eigentlich wirklich ein sehr kurzer Eindruck. Lasst mal einen Daumen da und abonniert den Kanal. Und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.